Ihr seid beide von Stadt Bern. Wer seid ihr und was macht ihr genau? Ich bin der Alessio und ich bin angestellt als Projektassistent bei Digital Stadt Bern. Ja, ich bin Corina. Ich bin angestellt bei Stadt Bern einerseits als Direktionsberufsbildnerin von der Präsidialdirektion und andererseits als Programmkoordinatorin vom Programm H4U. Ihr seid beide zwischen so 6 bis 10 Tagen an diesem Stand hier gewesen, vom CityLab von Stadt Bern. Hat mit recht vielen Menschen wahrscheinlich zu tun gehabt. Was war so euer Eindruck in dieser Zeit? Also es hat wirklich Leute gegeben, die wollten wissen, was wir machen, von wo wir sind. Und du hast wirklich gemerkt, dass sie auch interessiert sind. Wo sieht die Bevölkerung vielleicht auch Herausforderungen im Thema Digitalisierung? Was sehr viel genannt wurde, dass die Leute nicht mehr müssen denken müssen. Mhm. Dass sie wie Angst haben mit der Digitalisierung, dass ihnen zu viel wie schon vorgeheuert wird und ihnen somit sehr viel abgenommen wird. Wo habt ihr den Eindruck gehabt, wo bewegt sich die Bevölkerung von Stadt Bern, in was für Welten, in was für verschiedenen Apps? Es war sehr interessant, sie sind schon sehr darauf angekommen, in welchem Lebensjahr das jetzt die Personen waren. Also wir hatten sehr viele kleinere Kinder. Dann sind viele Apps gekommen, wie zum Beispiel YouTube, Spotify und so. Mhm. Und dann haben wir auch gemerkt, dass bei den älteren Leuten mehr so Sachen sind gekommen, wie E-Banking. Was ist euch am meisten in Erinnerung geblieben? Was mir sehr geblieben ist und mich auch berührt hat, ist, dass 6 Schulkinder unabhängig voneinander gesagt haben, bei der Frage, wie sieht eure Drum-App aus, dass es eine App sein sollte, die sie trösten würde. Und das hat mich ja auf eine Art sehr beeindruckt. Aber auch, es hat mich etwas traurig gemacht. Weil ja, sollten sie ja den Trost vielleicht von den Eltern oder von ihrem Umfeld allgemein bekommen. Und sie sind so handyfixiert, dass sie wie vom Handy eigentlich alles verlangen und sogar, dass sie sich trösten kann.